kleiner Disclaimer, bevor es losgeht. Das im folgenden Video gezeigte Footage ist komplett von mir selbst aufgenommenes Gameplay, für dessen Spielinhalte ich keinen einzigen Cent gezahlt habe. Die sogenannten Gacha-Spiele sind im Kern immer noch Glücksspiel. Und Glücksspiel kann süchtig machen. Dieses Video dient lediglich der Unterhaltung und soll niemanden dazu animieren, Echtgeld zu investieren. Spätestens nach dem immensen Erfolg von Nier Automata sollte der Name Yoko Taro fest in der Videospiellandschaft verankert sein. Nachdem er bei dem Werk also als Director geglänzt hatte, widmete er sich daraufhin eher kleineren Titeln wie der Voice of Cards Trilogie oder diversen Mobile-Spielen. Wir bleiben auch auf dem Handy, aber nicht mehr unter Square Enix Flagge, sondern der gute Mann hat sich mit Sega an einem Tisch gesetzt und Werkel als Creative Director an dem Gacha-Spiel 404 Game Reset. Nun, was sind Gacha-Spiele? So werden meist japanische Free-to-Play-Handyspiele bezeichnet, in denen man Charaktere, Items oder sonstiges per Lootbox bekommt. Ihr bekommt auf jeden Fall immer was, aber der genaue Inhalt ist zufallsbasiert. Gacha sind eigentlich kleine Automaten, die überall in Japan aufgestellt sind und für die man gegen Einwurf von Geld ein Spielzeug rausbekommt. Der Begriff leitet sich vom japanischen Gacha-Gacha ab, welches das Rascheln symbolisiert, wenn ihr an dem Automaten rumdreht. Auch in den Gacha-Mobile-Spielen müsst ihr eine Währung begleichen, um looten zu können. Meist sind das irgendwelche Juwelen oder ähnliches, die ihr im Spielverlauf bekommt oder optional gegen Echtgeld kaufen könnt. Und hier ist schon der Kasus Knaxus. Ich spiele solche Games nicht, bin auch kein Fan von denen. Finde aber die Prämisse von 404 so stark, dass ich euch das Spiel zumindest vorstellen möchte. Denn Sega geht den selbstironischen Weg und nimmt sich ordentlich auf die Schippe. Wir befinden uns in einem Szenario, in dem Sega die erfolgreichsten auf dem Konsolenmarkt geworden sind und schlagartig expandierten. So investieren sie in die Automobilbranche oder Kriegsmaschinerie und wurden zur mächtigsten Firma auf dem Planeten. Der Erfolg von Sega erschuf allerdings eine dystopische Zukunft, in der der Konzern Sega über alles und jeden herrscht. Also liegt es an uns, mithilfe von Sega-IPs, die hier als Anime-Mädels dargestellt sind, den Konzern zu schaden und somit die Vergangenheit als auch dementsprechend die Zukunft zum Besseren zu ändern. Und das ist so herrlich bescheuert, wie genial. Sega nimmt sich selber aufs Korn mit Yoko Taro als Steuermann. Es erinnert mich an schönste Segagaga-Zeiten. Ein JRPG für die Dreamcast erschien, das auch von selbstreferenziellen Jokes über Segas Historie nur so strotzte. Und ja, es wird definitiv ein eigenes Video dazu auf diesen Kanal kommen. Was als erstes auffällt, ist natürlich der Look des Spiels. Das ganze Spiel hat eine wundergeile Glitch-Ästhetik und das gesamte Interface erinnert nicht nur an, sondern stammt 1:1 aus Nier Automata. Ob da mehr hinter steckt oder nur ein nettes Easter Egg ist, wird die Zeit zeigen. Kommen wir zu unseren Hauptakteurinnen. Jede ist eine anthropomorphe Version einer Sega-IP. Das Design der Charaktere entstand dabei von einem guten Mann namens Yugen, der sich auch für die Designs der Bravely Default oder Atelier-Serie verantwortlich zeigte. Bei den Charakteren konzentriert man sich besonders auf Arcade-Klassiker Segas Historie wie Golden Axe, Afterburner oder Fantasy Zone, wobei sicherlich in naher Zukunft Kollaborationen wie Sonic oder der Yakuza-Serie kommen werden. Das Design variiert für mich immer ein wenig. Mal erkenne ich die Inspiration wie bei Outrun, deren Kostüm mit allerlei roten Rüstungsteilen versehen ist, welche den bekannten roten Sportwagen der Serie repräsentiert, oder Altered Beast, welche in einem Furry-Design daherkommt. Andere wiederum sehen wie random Anime-Girls aus, deren Ursprung ich nie erraten hätte. Was wiederum optisch nicht so cool ist, sind diese ganzen fucking typischen Mobile-Einblendungen. Login-Bonus hier, hey, es läuft gerade ein Event, schau doch mal rein und so weiter. Das ist natürlich alles geschuldet an der Sache, aber geil ist anders. Dafür sehen die 3D-Modelle aber sehr gut aus. Als Hub dient hier das eigene Zimmer, in dem die Mädels auch als Polygonmodelle rumlaufen und man sich Figuren allerlei Sega-Spiele hinstellen kann. Gameplay-technisch sind die Kämpfe in Phasen eingeteilt, die hintereinander bestritten werden. Hierbei handelt es sich quasi um einen Bullet-Hell-Shooter. Weniger verwunderlich, da Taro großer Fan des Genres ist und solche Passagen auch in Nier zu genügend einbaute. Dabei wird nur die Figur gesteuert und versucht, den feindlichen Geschossen auszuweichen. Der Angriff erfolgt automatisch.
Nach einer Zeit lassen sich auch Spezialfähigkeiten einsetzen, die noch diverse Effekte mit sich bringen. Audiovisuell ist das eine wahre Wucht. Überall blitzt und kracht es. Selbst auf meinem schon etwas betagteren Handy lief alles super flüssig. Die Übersicht geht natürlich total flöten, was aber auch nur halb so wild ist. Denn viele Gacha-Games, die ich ausprobiert habe, liefen nach einem ähnlichen Prinzip ab. Es geht nicht darum, wie man skilltechnisch am Touchscreen brilliert, sondern mit was für einem Setting ihr ins Rennen geht. Dafür suche ich mir ein Team aus, die auch eine bestimmte Rolle zugeordnet sind. Es gibt Tanks, die Schaden fressen, Angreifer, Heiler sowie Supporterklassen, die Buffs und Debuffs verteilen. Das Ganze wird garniert mit einer Schere-Stein-Papier-Komponente. Blau schlägt Rot, Rot schlägt Grün und so weiter. Das mag kompliziert klingen und gerade im Late Game kommt es auf Micromanaging an, aber im eigentlichen Verlauf ist es nicht besonders relevant. Hier kann man sich alles automatisieren lassen und auch die Kämpfe auf Automode setzen, was das Ganze ad absurdum führt, aber es muss natürlich auch für die 10 Minuten Bahnfahrt zwischendurch funktionieren. Ich liebe das Konzept und die Aufmachung, dass Sega sich hier selbst auf die Schippe nimmt und ihr den Konzern stürzen müsst, damit sich die Welt zu einer besseren entwickelt, ist herrlich erfrischend. Yoko Taro passt als Creative Director wunderbar zu dieser Idee. Ich finde die gewählte Plattform auch ideal. Es ist ein kleiner, feiner Titel, der auf Konsolen sicherlich nicht geschadet hätte, aber auch nicht zwingend auf diesen erscheinen müsste. Persönlich wäre mir lieber, wenn ich einmalig einen festen Preis zahlen könnte und würde dann dafür eine in sich geschlossene Erfahrung bekommen. So muss ich mich mit lauter Einblendung und einem Gacha-System rumschlagen, aber das ist nun mal der aktuelle Zeitgeist. Auf die berüchtigte Paywall, also der Moment, ab dem ich sehr viel Zeit oder Geld investieren muss, um weiterzukommen, bin ich in den investierten Stunden übrigens noch nicht gestoßen. Das lief alles ganz entspannt von der Hand. Übrigens ist das Spiel bislang nur in Japan erschienen. Dennoch wollte ich euch dieses spannende Konzept näher bringen. Ich werde es zwar nicht weiterspielen, weil es ist nicht meins, aber das Projekt definitiv weiter verfolgen. Als Gacha-Spiel schwingt natürlich immer das Damoklesschwert über den Titel. Gehen die Downloadzahlen und aktiven Spieler runter, dann wird gerne der Stecker gezogen und das war's. Hier wird die Zeit zeigen, ob sich der Titel gegen die unzählige Konkurrenz durchsetzen kann und auch in welcher Frequenz neue Inhalte dazukommen. Zumindest schon bestätigte Zusammenarbeit mit Publishern wie Capcom, SNK oder Taito und deren Klassiker sind vielversprechend. Wie findet ihr 404 Game Reset? Und würdet ihr den Titel eine Chance geben, falls dieser auch zu uns kommt? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich gehe jetzt mal Sigagaga spielen.